Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, wir sind hier auf der Suche nach einem weiteren Schatz oder beziehungsweise nach einem weiteren Hinweis zu Stahlbarts Schatz für Patty und müssen ein Grab ausfindig machen. Wir haben jetzt die schwarzen Wölfe hier eigenhändig besiegt, wie man in der letzten Folge sehen konnte. Gibt es hier noch irgendwie was? Oder irgendwen? So, ich nehme das mal alles mit. Ich hoffe, ansonsten gibt es hier nichts mehr. Da gibt es ein Wildschwein. Oder Keiler, besser gesagt. Minze. Was ist das da? Es ist den Weg hier weiter, ne? Ich speichere lieber vorsichtshalber noch einmal. Einfach aus der Sorge, nicht, dass wir jetzt hier drauf gehen oder so. Hier sind Bären. Ja, komm. Da ist ja noch einer. So. Levelaufstieg, nice. So, was ist das hier? Ogerwurzel. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier. Ah, das eine Grab ist da unten. Ah, ich drücke immer das Falsche. Unten ist das Grab. Das, was ich ausgraben darf hier. Noch mehr Wölfe. Ich lasse die mal in Ruhe. Der sah aus wie so ein schwarzer Wolf. Hier sind auch jede Menge Keiler. Nee, nicht. 14 Lernpunkte. Die werden auch immer weniger hier. Rudolf, ihr schafft das schon. Ja, okay, dann heißt das für uns jetzt zu den Bauern hinzugehen. Jede Wette, irgendwer wird bestimmt schon schreiben, so, nee, den, der Marker da, den du verfolgst hier, Max, das ist, das ist unten bei den Bauern, so, weil ich jetzt in der letzten Folge, das ist ja eine zusammenhängende Aufnahmesession hier. So, und bestimmt irgendjemand in der letzten Folge, du musst da runtergehen, so, aber das kann ich ja nicht rechtzeitig lesen, weil beide Aufnahmen, also beide Folgen hier, diese und die letzte, am einen und denselben Tag gekommen sind, aufgenommen wurden. Und dann an zwei verschiedenen Tagen online kommen, dann auf YouTube. So, das müsste jetzt erstmal reichen. Obwohl, einen Schluck nehmen wir noch.
Wie hieß nochmal der eine Typ da, der uns Probleme gemacht hatte und im Banditenlager, den wir dann quasi verbannt haben? Wie hieß er nochmal? Ich habe das vergessen. So, das müsste da hinten sein. Genau. Und wir waren ja gerade da oben irgendwo. Das ist ein aktiver Vulkan. So, war das hier? Irgendwo hier, ja. Was ist das hier? Ne, irgendwo hier gab es auch ein Grab. Hier neue Keiler. Und schwarze Wölfe. Was? Erstmal alles wieder mitnehmen. Sind das wirklich schwarze Wölfe oder sind das normale Wölfe, nur ein bisschen dunkler? Moment. Klingschaden 30, Hiebwaffenschaden. Ja, ist ein schwarzer Wolf. Ist ein schwarzer Wolf. Können die mir helfen? Halte durch. Ich helfe dir. Ja, wäre super, danke. Talu, ich hoffe, die überleben dort. Nein. Böser Wolf. Wenn er so stecken bleibt. Nein, hoppala. Nein, weg, 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 weg. Ich überlebe das nicht mehr. Ich nehme mal den. Autsch. Der hat es aber auch extrem auf mich. Henson, das war ein Versehen. Autsch. Das war ein Versehen vorhin. Ich habe die Waffen weggesteckt. Und kämpf. Irgendwann krieg ich dich doch. Du kommst zurück? Wie dumm von dir. Das war ein Versehen, hallo? Ich krieg dich noch. Ich wollte dir nichts Böses. Das war ein Versehen mit den Treffern.
Okay, es hat gespeichert, warum auch immer. Das sind auch schwarze Wölfe, kann das sein? Kann ich hier pennen? Nee, das sind normale Wölfe. Nee, hier gab es keine Möglichkeit zu pennen. Nee, hier gab es nicht die Möglichkeit. Dann würde ich sagen, renne ich einmal zurück ins Banditenlager. Leg mich da einmal schlafen über Nacht. Komm nochmal wieder und dann müssten die zwar noch angepisst sein, aber mich nicht mehr angreifen. So hoffe ich doch zumindest, dass die mich dann nicht mehr angreifen. Bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe, da hinten ist wieder alles wieder gut. Warte mal. Kann ich die auch schnell zuweisen? Wenn ich den jetzt... Ah, okay. Machen wir das dann so. Und den großen dann so. Würde mehr Sinn machen, dass wir das per Schnell-Dings machen können. Also ich hoffe, die tun mir jetzt nichts. Also, das ist erstmal bei Neil. Aber ich hoffe wirklich, unten im, auf dem Bauernhof, die tun mir jetzt nichts. Weil ich wollte denen nichts Böses, ich wollte denen nicht wehtun. Minze. So, Benny? Tristan? Hier gab es doch irgendwo eine Stelle mit einem Grab. Oder nicht? Oder muss das wirklich die Höhle sein? Hier kann ich ja nichts ausgraben. Drücke A, wie ich will. Oder bin ich komplett falsch?
Jetzt ist es irgendwo hinter mir, hä? Noch mehr Wölfe. Also ich blick da gerade nicht hinter. Das ist das da oben. Na, ihr? So. Die haben wir. Pilze nehmen wir auch mit. Noch mehr Wölfe. Die Wölfe machen mir Sorgen. Weil das immer wieder schwarze Wölfe sind. Nee, das sind normale Wölfe. Ja, komm, wie sieht denn auch an? So, okay, jetzt. Oh, nein. Ich hasse die schwarzen Wölfe. Hi. Ja, kümmert ihr euch mal einmal um den schwarzen Wolf, bitte? So, sobald ihr den habt, ich komme dazu, ja? Alter! Gar nicht mal so schlecht. Ja, so ist es gut. Der hat Benny getötet. War Benny noch für später relevant? Aber immer diese schwarzen Wölfe. Wieso müssen die so stark sein? Oder bin ich einfach nur zu schwach? Eigentlich glaube ich, im Laufe des Spiels wird man schon stark genug sein. Ich habe hier jetzt richtig viele Verluste an NPCs. Ich hoffe nur, Patty überlebt hat.
Und ich weiß nicht, ob Sarah nochmal relevant sein wird. Autsch. Echt jetzt? Alter! Okay, die gingen mir jetzt gerade richtig auf den Nerv. Warte mal. Ich glaube, ich mache lieber das hier. Und das hier. So. Gönnen wir uns mal ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Geflügel. Okay, aber eine Goldader haben wir hier wenigstens. Das hat sich gelohnt. Nichts zu holen. Warte mal, was ist das denn für eine Eisenerz? Nette Ausbeute. 5 Eisenerzbrocken, okay. Noch eine Stachelratte. Und die Erde bebt jetzt. Eine Schatztruhe. Mal von vorn. Wer sagt's denn? So, Beere. War das nur für diese Schatztruhe hier jetzt oder wie? Und das bisschen Erz? Hat sich ja gar nicht gelohnt eigentlich. Das hat sich gelohnt. Ne, ganz und gar nicht. Hatte ich das Erz schon? Nichts zu holen. Ja, ich bin auch schon zu weit weg. Ich habe die Befürchtung, ich muss wirklich in die Höhle da mit den Wölfen. Ist das hier auch Erzader? Ne, das ist ein Baum. Ich glaube, es ist das da oben, weil das sieht auch teilweise wie eine alte Tempelanlage aus. Warte mal, jetzt bin ich beim Teleporterstand hier. Wenn ich jetzt weiter Richtung Stadt gehe. Unten gab es noch einen. Ich habe so das Gefühl, ich komme nicht drüber hinweg, gegen Untote zu kämpfen. Dieser eine Ghoul wird mir unten da auf jeden Fall noch Probleme machen. An den erinnere ich mich noch. Das eine overpowerte Viech. Die Wasserleichen waren aber auch schon stark overpowered. So. Genau, hier dann runter. Hier habe ich jetzt aber mit Patty ein bisschen aufgeräumt.
Warte. Ich glaube, ich muss über die Brücke. Okay, machen wir hier erstmal ein bisschen Braten. Damit wir ein bisschen wieder Nachschub haben an Fleisch. Sieht richtig lecker aus. Riecht schon mal nicht schlecht. Natürlich sind da noch ein paar Gnome. Und ein paar schwarze Wölfe. Die müssen aber auch alle irgendwie was werfen. Häuptling? So, das war's mit deren Häuptling. Stirb doch endlich! Okay, wir können auch während des Laufens essen. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder, sorry. Musste eben kurz wo reagieren. Die rennen jetzt mir hinterher. Und ich muss eben Leben aufladen. So, aber es hat einen Vorteil, dass man hier jetzt eigentlich... Also ich finde das super, dass wir... Renn... Aua. Der hat mich erwischt. Echt jetzt? So, und der hier noch. Ey, ich sehe nicht. Also ich. Ja, alle besiegt. So. 4 von 15 Werkzeugbeutel. Wo liegt der Häuptling? Da. Hier gab es doch noch irgendwen da. Waren das nur die 4? Vielleicht noch mal ein bisschen was voran. Ich weiß jetzt nicht, sind das schwarze Wölfe oder Dings. Ne, das ist ein normaler Wolf. Da, aber... Ein schwarzer Wolf und zwei normale. Okay. Ja, ein schwarzer. Visier bitte den Schwarzen an. Ja. Ja.
Nein! Wieso ist er zur Seite ausgewichen? Ja. Nein. Gefällt mir gerade gar nicht. Heiltrank. Ja, ich sterbe jetzt gleich. Ja. Heiltrank. Noch ein. Schnell. Echt jetzt? Komm! Ja! Was ein Kampf, ey! Wo war der dritte Wolf jetzt? Lag hier noch was? Nee. Eins. Da liegt noch einer. Okay, wir brauchen wieder mehr Heiltränke. Wir haben jetzt ein bisschen Fleisch dazu gewonnen. Gehe ich mal von aus. Kein Fleisch zum Braten. Nee, haben wir nicht. Okay, wir haben aber auch bald keine Heiltränke mehr. Ich bräuchte wieder mehr Heiltränke. Kann man welche herstellen? Ich glaube schon, oder? Da sind noch mehr Wölfe. Will mich doch verarschen. Wie viele, warte mal, so. Wenn ich an denen vorbeigehe, vorbeischleiche, passiert nichts, oder? Denn ich gehe von aus, da... Auch noch ein Stacheligel, Mist. Die müsste ich aber so schaffen. Echt hier? Hallo? Okay, die haben wir geschafft. Jetzt haben wir Fleisch. Jetzt brauche ich aber definitiv ein bisschen mehr. Was? Maximale Lebensenergie. Die geben Erfahrung. Wichtelkappe, Geschicklichkeit plus 1. Brot. Ich esse mal ein bisschen Brot. Oder mal die Möhre. Was ist das? Eine Rübe. Die Äpfel. Ich erhoffe mir da immer noch, dass das irgendwie was macht. Also Lebensenergie plus, also maximal Lebensenergie plus irgendwas. Stärke plus 1. Ah, okay. Äpfel geben Stärke. So, nichts ist besser, als am Lagerfeuer ein kühles Bier zu trinken. Ich glaube, das ist nicht mehr kühl. Tee, Milch, Wasser, Wein. Witz erzählen, Telekinese, Eile.
Magische Heilung. Ich habe einfach magische Heilung bei mir im Inventar gehabt. Noch mehr Gnome. Okay, der hat aber auch der Häuptling macht aber auch schwersten Schaden. Ja, ich sterbe jetzt gleich. Die werfen aber auch mit allem Möglichen um sich. Und ich habe bald auch nichts mehr zu essen. Ja, der eine Gobbo liegt da noch tot. Perfekt. Für mich sind das Gobbos. Oh, es hat gespeichert. Bin ich hier eigentlich richtig? Oder muss ich da nach da unten? Autsch. Ey, jetzt visiert die doch mal an. Das Anvisieren stört mich extrem hier. Das ist richtig schlimm. So. Autsch. Machen wir mal so. Die werfen, ich werfe. Der erste ist tot. Zweiter ist tot. So, dann ist es gleich nur noch... Nein, der Häuptling und ich. Ich kann damit aber auch nicht wirklich anvisieren, ne? Ach komm.
Kann ich den Bereich, also den Dings, den Erfolg erstmal speichern? Nein? Alter, leck mich doch! Was soll denn das? Dieses Anvisieren. Und das stört mich hier. Der ist noch vor meiner Nase. Er ist noch vor meiner Nase, aber ist einfach dann nicht mehr im Visier, nicht mehr im Fokus. Das stört mich. Ich frage mich, wie andere das hinkriegen. Nein, weg. Seht ihr, was ich meine? Der war vor meiner Nase, aber es ist nicht... nicht mehr im Fokus. Ja. Endlich. Da ist ja noch einer. Mist. So, steck die Waffe weg. So, 5 von 15 Werkzeugbeutel. So, nochmal 3 Fleischbraten. Ich brauche definitiv mehr Fleisch oder Heiltränke oder sowas. Bolzen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. So, da unten. Ich habe so das Gefühl, ich verschwende hier meine Zeit, wo ich hinrenne. Die Keiler sind kein Problem. Die Wölfe. Die werden ein Problem. Überlebe ich den Sturz hier gleich?
Sieht nicht so tief aus, ich hoffe ja. Ja, überlebt, okay. Dann hoffe ich wirklich, dass wir jetzt den ersten Hinweis einsammeln. Ach ne, die Geier. Ja, hier ist ein Grab. Hier ist tatsächlich ein Grab. Hier ist was vergraben. Der erste verzweifelte Erfolg. So, 200 Gold, Halskette, Brief von Kapitän Stahlbart. 1 von 5 namenlose Gräber entdeckt. So. Der ist aber nicht grün. Moment. Heißt das dann, die roten sind die, Dings, wo ich suchen muss? Und grün ist Questgeber? Warte nochmal. Wenn wir den Weg hier wieder hochgehen. Das hat jetzt gespeichert. Also wenn wir den Weg jetzt hochgehen und dann oben an der Kreuzung nach links abbiegen. Gibt es hier noch welche Viecher? Sieht nicht danach aus. Ein Beutel. Rostiges Schwert. Ah, doch, hier gibt es einen Keiler. Ich brauche dringend eine bessere Rüstung. So. Genau, das ist dann eine Abkürzung. Und hier jetzt gleich nach rechts. Ach, noch mehr Stacheligel. Mehr Stachelratten. So. Weg mit den Mistviechern. So, und dann den Weg hier entlang.
Mist. Warte mal. Wir können die hier jetzt ausrüsten. Jetzt ist nur die Frage, wie gut ist denn die Waffe? So, Lebensenergie plus 20. Ich fresse jetzt die Heilpflanzen. So, speichern. In der kleinen Dings. Nein, da sind Wölfe. Ich hoffe hier unten. Ich hoffe hier unten ist das nächste Grab. Da hinten irgendwo. Ist das hier das Grab? Das ist ein Gnomenlager. Alter! Ich hasse den Häuptling. Renn! So Häuptlinge immer. Genau, halt, halt Abstand. Bleib auf Abstand, ja. Ja, zwei Schüsse, glaube ich, noch. Ja, letzter Schuss. Boah, das wäre es jetzt gewesen, wäre ich jetzt auch noch draufgegangen. So, 6 von 15 Werkzeugbeutel. Leiche. Noch eine Schaufel, Teller, Pokal, Halskette, Ring. Noch eine Leiche. Noch eine Spitzhacke. Das ist jetzt aber nicht das, was ich gesucht habe. Kleiner Bernstein. Ist das ein Ausgrabungsdruck? Hier geht's aber tief nach unten. Ist das das, wo ich hin muss? Eigentlich eher dahin. Nee, dahin. Oder da unten. Ich glaube, hier wird's erstmal nix. Ich glaube, ich muss mich wirklich erstmal um andere Quests kümmern. Und vielleicht auch ein paar Skillpunkte mal investieren in irgendwas.
Ich würde sagen, ich mache mich erstmal vielleicht auf den Weg wieder in die Stadt. Sehe zu, dass ich mich da irgendwie erstmal wieder vielleicht in irgendwas investiere. Wir haben ja jetzt 14 Lernpunkte. Die müssen irgendwo rein gesteckt werden. Und vielleicht auch ein paar Vorräte aufstocken. Heiltränke, Fleisch, irgendwas. Ansonsten werden wir hier es nicht lange machen. Wenigstens ein Grab haben wir schon von 5. Überlebe ich das? Ja. So, nutzt das Feuer bitte? Ja. Ich brauche definitiv mehr Fleisch und alles. Hier haben wir auch nochmal einen Pilz und eine Mana-Pflanze. Ach, hier liegen Äpfel. Und eine Spitzhacke. Ich habe das nie gesehen. Ja, super, perfekt. Moment, wie kamen Vasili und so eigentlich raus? Sind die auch hier durchmarschiert? So, was ist mit dem? Der ist auch schon weg. Der ist bestimmt auch auf der Suche nach mir. Okay. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.